Ach, geht's uns gut. Wir sind nämlich auf Bereitschaft da im Wiener Palmenhaus. Der ORF hat nämlich keine Senderechte für die Bundesliga und deshalb können wir da sitzen und brauchen einfach nichts zu arbeiten, außer Longdrinks in uns hineinzuschütten. Ja, das ist schon super. Nein, kann man nur hoffen, dass wir die Fußballrechte noch länger nicht zurückkriegen. Ne? Bleiben wir in Bereitschaft und dann haben wir nichts zum Hakeln, ne? Bei vollen Bezügen. Ist schon klasse, ne? Ja, das ist super und das soll ja so bleiben. Ja. Wenn schon Sport, dann wirklich nur Bereitschaft. Ja, ursprünglich wollte ja mal hoch hinaus. Ja, schick's mir eine Ansichtskarte, wenn's da oben bist. Hallo, da ist der Elmar Oberhauser am Telefon. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Oh, ey, nicht die rechte. Nein, es geht ganz was anderes. In die Politik möchte ich den besten Mann mitnehmen als neuer Bortisch. Gratuliere, mein bester Mann. Gratuliere, du bist jetzt bei mir. Ja, gratuliere auch. Na, hoffentlich erkennst du mich jetzt noch in der Kantine, wenn man es sieht. Gell? Sag mal, wer bist denn da? Wer bist denn da eigentlich? Ja, ich kenne dich gar nicht. Na, Scherz beiseite, endlich in der Politik, den Sport bin ich los. Es war wirklich nicht auszuhalten dort mit den Kollegen. Alles furchtbar primitiv, die größten Proletten als Kollegen. Nicht zu glauben, nur Proletten. Ne? Mit dem Proletten. Ja. Ja, da ist wieder der Elmar Oberhauser, nicht der Pariersek, der Schneck ist mein bester Mann. Na bitte! Mitgekommen, du bist der neue Bortisch, aber der Bord, die Rotzbremsen bitte, die muss sofort wieder nachwachsen. Wie soll das gehen, ha? Naja, das geht nicht. Ich will in der Politik nur Bordträger. Also wie auch immer, wir haben da eine technische Erfindung, den schicke ich da ja, vorbei. Ja, dann bist du dabei. Ich glaube, da wird jetzt nichts mit dem Aufstieg in die Politik. So schnell wächst der Bord nicht. Oh, der ORF, immer die neueste Technologie. Das ist ein sogenannter Hairbrush. Der Visagist, ich glaube, das sagt man so, hat sich die Haare von seinem eigenen Kopf heruntergeladen und peckt sie jetzt dem Schneckerl direkt auf die Oberlippe hinauf. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Jetzt hat... Geh bitte. Das geht's nicht. Darf ich bitte mal? Gib mal her, das Ding. Ja, danke. So, der gehört jetzt mir, ja. Und heute am Abend werde ich die Haare meiner Frau mir selber ins Gesicht hineinpacken, ja. Und dann habe ich eine Filzgoschen, die schlimmer ist, die vom Oberhauser und vom Rapp zusammen, ja. So, der gehört mir. So, lieber Schneckerl, super, dass dein Bord schon gewachsen ist. Gleich dein erster Live-Einstieg, eine Analyse für das blöde Volk zu Hause. Was sagst du zur Koalitionsverhandlung? Naja, der schwarze Mann will nicht mitspielen und das Problem ist, wer gibt ihm jetzt die rote Karte? Allalong kann er sie sich eigentlich nur selber geben. Vielleicht könnte es noch der vierte Mann, ne? Das ist vielleicht dem seine Verantwortung. Oder man fragt den zwölften Mann, das Publikum, was wollt ihr dann? Großartige Analyse, lieber Schneckerl, jetzt kennen sich die Leute endlich aus. Du bist mein neuer Bortisch. Danke dir, Handybussi.